So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Derby. Endergebnis habt ihr alle gesehen. Ich begrüße recht herzlich unsere beiden Trainer hier vorne. Einmal den Gästetrainer Stefan Leitl und unseren Cheftrainer Robert Klaus. Und bitte gleich einmal die Gäste oder den Gast um seine Spielanalyse. Bitte schön, Stefan. Ja, danke schön. Ich glaube, das Spiel hat alles hergegeben, was im Vorfeld auch geschrieben wurde. War ein sehr, sehr intensives Spiel, ein wirklich gutes Derby. Ich denke schon, dass wir sehr dominant die ersten 60, 65 Minuten waren. Ein gutes Positionsspiel hatten, gute Ballstaffetten dann auch hatten, gehen dann früh in Führung. Ja, dann kamen die Nürnberger auf, haben dann wirklich auch ein richtig schönes Tor erzielt. Also einen Halbraum, als wir den nicht geschlossen bekommen haben. Dann haben wir so ein bisschen gebraucht, bis wir wieder im Spiel waren. Gehen aber dann 2-1 in Führung und ich denke dann die ersten 10, 12 Minuten in der zweiten Hälfte waren wir wirklich sehr dominant und müssen eigentlich dann schon das vierte und das fünfte machen. Ja, dann kriegst du auch Ruhe in das Spiel. Dann rutscht Hans Sapai leider im eigenen 16er aus und wir fangen uns dann das zweite Gegentor, schon in der Druckphase von Nürnberg, wobei so die hochkarätigen Torchancen da noch nicht waren, bis auf einmal Sascha halten musste. Und dann kommt es natürlich, ja, dann kommt die erste Welle, die zweite Welle, die du dann wegverteidigen musst. Das haben wir getan und denke, dass insgesamt dann auch so ein verdienter Derby-Sieg für uns steht. Dankeschön. Stefan Leitl, vielen Dank. Robert, deine Analyse des heutigen Spiels. Ja, hallo. Entschuldigung. Hallo. Von meiner Seite Glückwunsch an Stefan und an Greuther Fürth zum Sieg. Ich denke, ich kann den Ausführungen von Stefan ja weitgehend zustimmen. Es war schon ein verdienter Sieg für Greuther Fürth. Im Endeffekt muss man das ganz klar bilanzieren. Trotzdem waren wir dran, am Ende das Spiel noch unentschieden zu gestalten. Ich würde das Spiel in drei Phasen einteilen. Erste Halbzeit war es relativ ausgeglichen. Nach dem Rückstand sind wir, glaube ich, gut zurückgekommen, machen dann den Ausgleich, haben dann ein, zwei Umschaltmomente noch, wo wir den letzten Pass nicht spielen oder Torabschluss knapp daneben geht. Gleichzeitig hat Fürth aber auch immer wieder gefährliche Momente gehabt, wo wir die Halbräume nicht ganz sauber geschlossen haben. Kassieren dann das 1-2, wo wir wie in den ersten kompletten 60 Minuten nicht gut in den Duellen waren, wo wir viel begleitet haben, wo wir einfach energischer hingehen müssen und nicht nur daneben stehen, weil da hat dann Fürth zu viel Qualität und auch in diesem Tag gezeigt, dass sie sich in den engen Räumen dann gut durchkombinieren können. Deswegen müssen wir da einfach mehr Druck auf den Ball geben und auch die direkten Duelle besser bestreiten. Gehen dann in die Halbzeit, stellen dann um auf eine Viererkette, damit wir einfach mehr Personal noch nach vorne haben im Umschalten. Und da auch mit Ball dann einfach die Halbräume noch besser besetzen können. Und kassieren dann direkt das 1-3, was natürlich immer blöd ist, wenn man umstellt und wenn man nochmal mit neuem Elan reingehen will. Und das hat man schon gemerkt, das war ein klarer Wirkungstreffer. Da haben wir getaumelt, da hätte Fürth in der Phase das vierte und fünfte nachlegen können. Da hatten wir Glück, haben das dann überstanden in die Phase und haben uns dann nochmal reingearbeitet in das Spiel über viel Robustheit, viel Kampf auch, ohne dass es jetzt immer schön aussah, aber das ist auch bei 1-3, glaube ich, dann nicht mehr so einfach. Deswegen haben wir uns da reingearbeitet und machen dann auch zum Glück das 2-3. Klar, mit ein bisschen Glück, aber ich glaube, wir haben es schon auch erzwungen in der Phase. Werfen dann nochmal alles rein, wechseln dann auch nochmal offensiv, um dann nochmal den Lucky Punch zu setzen, haben dann nochmal die 1-2 Situationen, haben dann auch hinten raus, finde ich, gerade so Konterverteidigung, das gut wegverteidigt, hatten auch noch ein bisschen mehr zuzusetzen, haben immer wieder Druck aufgebaut, aber der Ball wollte dann nicht rein. Im Endeffekt schade, haben uns da auch sehr geärgert über diese Niederlage, müssen wir schon auch sagen. Trotzdem bleibt, das war einfach das Spiel in den ersten 60 Minuten nur, nicht auf unsere Seite ziehen konnten und am Ende uns zu wenig Zeit geblieben ist. Und das ist unsere Aufgabe für die nächsten Wochen, dass wir daran arbeiten, dass wir über 90 Minuten konstant sind, dass wir nicht nur in Phasen des Spiels gute Leistung zeigen, sondern über 90 Minuten konstant sind. Und daran werden wir weiter arbeiten. Robert, vielen Dank. Dann starte ich mal mit den Fragen hier in der virtuellen Zoom-Konferenz. Wir fangen an mit Martin Funk von der Bild mit einer Frage an dich, Robert. Fürth hat 60 Minuten den FCN phasenweise spielerisch vorgeführt. Wie erklären Sie sich das? Ja, habe ich ja gerade schon erklärt, die einzelnen Phasen des Spiels. Sie haben uns zwischen der 45. und der 60. haben sie uns phasenweise vorgeführt, um mal das Zitat des Kollegen
oder des Mitarbeiters der Bildzeitung zu verwenden. In den Minute 1 bis Minute 45 habe ich ein Derby gesehen, was sehr intensiv war, wo wir gute Balleroberungen hatten, wo Fürth sicherlich die feinere Klinge gespielt hat. Das wussten wir aber vorher, weil sie in ihrer Entwicklung einfach auch schon lange zusammen sind und gut Fußball spielen, ihre Systeme der Raute gefunden haben. Das ist auch schwer zu verteidigen. Trotzdem glaube ich, dass wir sehr ordentlich dagegen gehalten haben. Und die Phase nach der Halbzeit habe ich schon klar beschrieben. Und ja, das war's. Dann fragt Frank Linkisch vom Kicker, auch dich, Robert. Bei Fürth griffen 70 Minuten lang Automatismen. Beim FCN wirkte vieles wie Stückwerk. Dient das Kleeblatt als Vorbild auf dem Weg zu einer eingespielten Einheit? Da haben wir mal wieder die Vorbildfrage. Genau, die Frage habe ich jetzt zum vierten Mal gestellt bekommen in den letzten 3 Tagen. Werde jetzt auch zum vierten Mal gleich beantworten. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Wir haben unsere Dinge, unsere Prinzipien, an denen wir arbeiten. Wir brauchen Zeit dafür. Wir haben in vielen Spielen gezeigt, was wir können. Wir haben in vielen Spielen aber auch gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen. Und das Spiel war heute ein komplettes Spiegelbild unserer Leistungsfähigkeit. Wir sind einfach noch nicht konstant genug. Uns fehlen noch ein paar Sachen, die wir einfach verbessern müssen. Wir haben immer wieder Teilbereiche, die wir sehr gut machen. Und dann haben wir aber auch wieder Teilbereiche, so wie heute das direkte Zweikampfverhalten, das Verteidigen in engen Räumen, was wir nicht gut machen. Und darum gilt es einfach, dass wir das weiter stabil bekommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir nicht so ein Wellental haben. Wir haben letzte Woche einen souveränen guten Auswärtssieg gefeiert. Wir haben heute eine ärgerliche Heimniederlage hingenommen und jetzt geht es nächste Woche weiter auswärts, dass wir wieder eine gute Leistung zeigen. Nico Gillef von der Bild fragt dich, Robert, geht eine Frage an dich, Stefan. Wie sehr mussten Sie am Ende über den verdienten Derby-Sieg zittern? Warum hat Ihre Mannschaft, die über 60 Minuten wieder sehr dominant war, plötzlich das Fußballspielen eingestellt? Ja, ich glaube, die Fragen wurden ja auch schon von Robert und von mir beantwortet. Wir haben ja das Spiel, denke ich, ausführlich beschrieben. Ich glaube, wir haben es verpasst, nach dem 3:1 das 4:1 oder 5:1 zu machen. Da waren die Möglichkeiten da. Und dass Nürnberg in der Lage ist, sich mal eine Torschuss zu erspielen, das ist auch klar. Aber durch einen individuellen Fehler holen wir sie dann komplett zurück ins Spiel. Und deshalb haben wir es dann auch nicht mehr vielleicht dann höher entscheiden können, weil, wie gesagt, wir hatten keine gute Kontersituationen mehr. Trotzdem hat meine Mannschaft das gut wegverteidigt und wie gesagt, für mich steht ein verdienter Sieg für uns. Nur zur Erklärung, die Kollegen stellen die Fragen immer schon vorher in den Chat, bevor die Pressekonferenz beginnt. Deswegen wissen sie natürlich nicht, was ihr in eurem Eingangsstatement sagt. Martin Funk fragt dich nochmal, Robert. Sie wollten die Offensive Fürth heute mit einer Dreierkette in Schach halten. War das der richtige Plan? Ja. War der richtige Plan. Erste Halbzeit, glaube ich, haben wir aus der Struktur heraus taktisch immer gut angelaufen, haben Druck drauf gekriegt auf den Ball, hatten noch viele gute Balleroberungen. Was uns gefehlt hat, waren die Balleroberungen gut zu Ende zu spielen, daraus ein Tor zu machen. Und was uns gefehlt hat, war das direkte Verteidigen in den 1-gegen-1-Duellen, was aber wenig an der Grundordnung liegt. Warum wir umgestellt haben zur Halbzeit, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen, ja, die Dreierkette war ein gutes Mittel der Wahl, hat gut funktioniert. Und wir haben es auch in dieser Saison schon öfter gespielt und werden es auch sicherlich immer wieder auch mal spielen, je nachdem, ob es gerade passt. Abläufe, Prinzipien bleiben gleich. Es ändert sich etwas die Grundordnung und die Abstände, aber die Räume, die wir bespielen mit Ball und die wir verteidigen gegen den Ball, die bleiben gleich und die ändern sich nicht. Und deswegen sind Grundordnungen auch nicht das Entscheidende, ob man ein Spiel siegreich gestaltet oder verliert. Dann springen wir gleich mal wieder auf meine linke Seite. Eine Frage von Nico Gelev. Ihr Team war in beiden Halbzeiten von Beginn an wieder einmal voll da. Wie schaffen Sie es, Fürth immer gleich auf volle Betriebstemperatur zu bringen? Ja, sowas entsteht natürlich und entwickelt sich. Wenn du 4 Siege im Rücken hast, dann hast du natürlich enormes Selbstvertrauen. Und ja, das haben wir uns jetzt über die Saison hinweg erarbeitet und wir hatten auch schon Phasen, in denen wir ergebnistechnisch nicht geliefert haben, aber auch spieltechnisch schon sehr dominant waren und wir haben immer an unseren Weg geglaubt und sind auch überzeugt von diesem Weg und deshalb, ja, wir wollen auch unseren Prinzipien treu bleiben. Das bedeutet, ja, egal wo wir spielen, wollen wir versuchen, unser Spiel durchzubringen und momentan machen das die Jungs hervorragend. Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung fragte dich, Robert. Ihre Mannschaft hatte vor allem in der ersten Halbzeit katastrophale Zweikampfwerte. Wie ist das in einem Derby zu erklären oder waren die Fürther einfach zu schnell? Habe ich ja auch gerade schon erklärt, dass wir da nicht gut waren. Ja, woran das liegt,
müssen wir nochmal schauen, ob da vielleicht einfach bestimmte Auslöser, Automatismen nicht ganz gut gegriffen haben. Ich glaube, es liegt einfach auch darum, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Wie bestreitet man so Zweikämpfe? Wie clever ist man in Zweikämpfen? Das ist einfach auch eine Frage, dass das entwickelt man über bestimmte Zeiträume, dass man da so ein Selbstverständnis hat, diesen Zweikampf zu gewinnen. Da braucht man immer wieder Wiederholung. Und daran, glaube ich, liegt das einfach. Ja, und das ist einfach auch ein Prozess, eine Frage der Entwicklung, die wir vorantreiben. Aber es ist jetzt nicht, dass wir jetzt, dass es jetzt daran lag, dass jetzt irgendwie Fürth besonders schnell war oder so. Sie haben ihre guten Abläufe, sie machen das echt gut, muss man sagen. Aber trotzdem kann man das verteidigen, wenn man da etwas aggressiver sind und etwas aufmerksamer sind. Dann glaube ich, ist es so wie zweite Halbzeit haben wir es ja auch gezeigt. Also es lag jetzt nicht grundsätzlich an irgendwelchen Dingen, sondern eher, wie bereit bin ich dann, das direkte Duell zu führen. Und hinten raus haben wir es gut gemacht, haben wir es gezeigt, dass wir es können. Jo. Frank Linkesch vom Kicker nochmal an dich, Robert. Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker spielen hinten immer, wenn sie fit sind. Sind sie gesetzt oder denken Sie aufgrund der vielen Gegentore auch an personelle Wechsel? Es gibt nicht gesetzt oder es gibt einfach nur, wer gut spielt, wer gut trainiert, der spielt. Und wer sich seinen Platz erarbeitet, der spielt. Und wenn andere besser sind, dann spielen andere. Und das ist einfach das Credo. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwie Spieler setzen und dann sagen, die spielen einfach, egal ob sie gut oder schlecht spielen. Von daher, das ist, so arbeiten wir. Und ja. Martin Funk nochmal an dich, Robert. Sie haben bis auf Dovedan erst sehr spät gewechselt. Warum? Na, wir haben zur Halbzeit ja gewechselt. Also nicht spät, sondern nach 45 Minuten haben wir den ersten Wechsel ja gemacht. Das ist ja schon in der Mitte der Partie. Und haben dann nochmal einen Doppelwechsel gemacht, einfach um Druck drauf zu bringen. Wir hatten dann eine gute Phase, in der auch das Tor fällt mit den Spielern, die auf dem Platz waren. Haben dann gesagt, wir wollen nochmal mit dem Hanno, mit dem Schleuse zwei kopfballstarke Spieler reinbringen, die auch vorne für Torgefahr in der Box sorgen können. Das war einfach dann unser Plan nochmal. Dove hat es dann im linken Halbraum auch gut gemacht, hat viel eingeleitet. Und das war einfach die Idee dahinter. Nico Gelev, eine Frage an dich, Stefan. Ihr Team ist jetzt nach 5 Siegen in Folge Tabellenführer. Welche Bedeutung hat diese Serie und die Tabelle für Sie? Ja, es ist eine wunderbare Momentaufnahme für uns alle in Fürth. Das brauchen wir auch nicht kleinreden. Wir können das aber schon richtig einordnen und auch einschätzen. Ja, die Jungs haben sich das über ihre Art und Weise einfach verdient, jetzt auch an der Tabellenspitze zu stehen. Aber es ist auch so, dass jedes Spiel in dieser Liga, in dieser sehr ausgeglichenen Liga und starken Liga, eine große Herausforderung für uns ist. Und ja, wir müssen immer versuchen, an unser Leistungsmaximum zu kommen, um Spiele zu gewinnen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es schwierig. Aktuell ist es so, dass wir wirklich gute Abläufe haben, dass wir mit sehr viel Selbstvertrauen auftreten, dass wir ja, sehr dominant spielen und sehr mutig spielen und das wird aktuell belohnt. Und wir wollen natürlich so lange wie möglich diesen Lauf dann auch beibehalten. Bleiben wir gleich bei dir, Stefan. Eine Frage von Florian Jennemann von der Nürnberger Zeitung. Glauben Sie, dass Ihre Vertragsverlängerung heute eine Rolle gespielt hat? Sehen Sie sich in Ihrer Aussage vor dem Spiel bestätigt, dass nicht nur spielerische Elemente gefragt sein werden? Ich glaube jetzt nicht, dass meine Vertragsverlängerung ausschlaggebend war, dass wir heute gewonnen haben. Es ist für uns in Fürth eine große, große Herausforderung, hier dieses Derby zu spielen. Und ich habe meine Jungs, wollte sie ja, einfach noch mal wachrütteln, um ihnen auch vielleicht mit auf den Weg zu geben, dass du dich nicht nur über spielerische Momente identifizieren kannst, dass in einem Derby vielleicht auch mal andere Tugenden gefragt sind. Und wir sind keine harte Mannschaft, wir sind eine sehr feine Mannschaft. Wir haben sehr, sehr viele Fußballer in unseren Reihen, die nicht über Zweikampfhärte verfügen. Und trotzdem, glaube ich, hat man heute gesehen, dass wir diesen Sieg unbedingt wollten und haben auch diese Tugend an den Tag gelegt. Gerade in der Schlussphase, als die Nürnberger, wie gesagt, nochmal großen Druck aufgebaut haben. Und das ist auch für uns ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Wir haben das jetzt in Bochum sehr gut gemacht, wir haben es heute in Nürnberg sehr gut gemacht und aktuell greifen viele Dinge und das macht uns natürlich sehr stolz. Nico Gille von der Bild hat an seine vorherige Frage noch eine anschließende an dich, Stefan. Kann sich Ihre Mannschaft momentan nur selbst schlagen? Heute ging es hinten raus fast ein wenig in diese Richtung. Ja, ich würde nicht sagen, selbst schlagen. Also es gehört ja auch immer ein Gegner dazu. Und wir unterschätzen keinen Gegner und wir wissen noch mehr, ob die Stärke der zweiten Liga. Und
Wenn wir ein bisschen nachlassen, dann wird es auch schwierig für uns. Und das ist der Appell an meine Jungs, einfach immer die eigene Leistung in den Vordergrund zu stellen und an sein Maximum zu kommen und als Team zu agieren, offensiv wie defensiv, in unseren Prinzipien und Abläufen zu bleiben. Und dann sind wir schwer zu bespielen, das wissen wir. Und ja, die Herausforderung ist einfach, das Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Die letzten beiden Fragen an dich, Robert. Fangen wir an mit Martin Funk. Müssen Sie eine Abwehrumstellung vornehmen? Nach 9 Spieltagen hat die Abwehr sogar mehr Gegentreffer bekommen als letzte Saison. Habe ich schon beantwortet, die Frage. Die hatte der Kollege vorher schon einmal in diese Richtung gestellt. Und dann Stefanie Wilke fragt noch, was geben Sie Fabian Schleusener heute mit? Ich vermute, in Bezug auf die vergebenen Torchancen, so interpretiere ich das zumindest. Ja, gut, es wäre jetzt gut zu wissen. Also, ich werde mit ihm das Spiel wie jedes Mal besprechen. Wir werden ein Video mit der Mannschaft machen. Es werden auch wieder einzelne Spieler individuelles Video bekommen. Es kann sein, dass Schleuse dabei ist. Je nachdem müssen wir mal gucken, ob das passt. Dann werden wir mit ihm die Sachen besprechen, die er gut gemacht hat, die er weniger gut gemacht hat. So der normale Gang nach jedem Spiel. Und ansonsten sehe ich ihn ja morgen. Also brauche ich mir jetzt nicht so viel heute mitgeben, weil ich sehe ihn ja morgen früh wieder zum Training. Okay, dann war es das mit den Fragen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für diese Fragen und bei beiden Trainern für die Auskünfte und beende die Pressekonferenz und wünsche einen schönen Restsonntag.